Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge wegen Commander Indivinity. Es könnte sein, dass ich ein paar Kämpfe und so weiter rausgemacht habe, weil diese Folge zufällig ziemlich viel Dialog enthalten wird, auch wenn sie so lange ist, und ich hoffe, niemand hat ein Problem damit. Ach, wieso mache ich mir eigentlich Sorgen? Ist ja mal ein Video. Also viel Spaß damit. Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Divinity Dragon Commander. Ach ja. Ich hab ein bisschen. Natürlich denke ich immer. Ich bin permanent über alles am Denken auf meinem Kanal. So, das habe ich bestimmt schon irgendwo anders erzählt. Nämlich habe ich mir einfach mal umgedacht. Ich weiß ja nicht, wie oft ich das noch sagen will, weil ich mich wiederhole, aber ich wiederhole es einfach mal. Ich denke einiges nach. Dazu beispielsweise finde ich einige Sachen, die andere YouTuber machen, sehr inspirierend. Musik inspiriert mich auch. Musik ist eine Droge von mir einigermaßen. Wenn ich schon in den Thronsaal kann, ist dann bestimmt wieder eine Besprechung. Sowas noch. Gute Frage. Gewisse Sachen, die ich damals in einer Animation gemacht hätte, ich bin da noch nicht erfahren genug, deswegen werde ich wahrscheinlich Comic-Version daraus machen. Was noch? Ich hoffe, ich bin. Hallo? Ich hoffe, ich bin ziemlich verständlich. Hoffe ich jedenfalls. Was kann ich noch erwähnen? Ach ja, ich bin normalerweise auch recht still. Es ist einfach nur so, ich würde zwar gern reden, mehr unterhalten, gewisserweise mehr ansprechend sein wie gewisse andere YouTuber, aber ich bin halt sehr ruhig. Ich wurde halt ruhig erzogen. Naja, eigentlich ist es nicht richtig ruhig erzogen. Ich wurde nett erzogen, aber warum ich ruhig bin, ist einfach fehlender Kontakt. Gut. Das hinter uns haben, damit ihr wisst, warum ich so wenig spreche und so weiter. Also ich finde schon, es ist einfacher mit zu sprechen, allgemein Sachen zu erzählen, wenn ich jemanden zum Erzählen habe. Oh, ja. Werdet ihr. Ach ja, stimmt, da waren wir. Ah, nein, das nicht. Ah, Prügelstrafen. Prügelstrafen ins Arztzimmer. Ach ja, und damit ihr es wisst, ich werde nur leicht drauf gucken, wie lang eine Folge ist. Leicht. Da muss ich hin. Das geht nicht. Diese zwei Punkte sind einfach perfekte Übergänge für ihn. Die muss ich mich nächste Runde kümmern. Ja, und ich singe gerne. Ich kann auch singen. Für diejenigen, die es interessieren sollte, ich werde einfach mal ein bisschen offen sprechen, weil ich es kann. Die letzten Tage habe ich singen müssen. Vor einigen Leuten, und die fanden, dass ich gut gemacht habe. Lehrer dürfen nicht mehr prügeln. Kaiser will Volk dumm halten. Versteht man. Man ist also schlau, wenn man den Kinder verprügelt. Sehr interessant. Man prügelt also das Wissen aus und aus. Kaiser, er ist zu früh. Es ist zu früh, sich auf dem Lorbeeren auszuruhen. Kaiser ist von Schönerbrustraum. Zwei weniger Forschungspunkte pro Runde zufriedenheitsvoll gestellt. Ach, Forschungspunkte. Hallo, ich hab nichts mehr zu forschen. Ich bin forschungsvoll.
Gut. Ach ja, und was könnte ich noch erzählen? Ich könnte ein bisschen von mir erzählen. Warum ist ich bin so schlecht in Erzählen? Ich weiß nicht, wie viel ich erzählen kann oder soll. Wo seid ihr, Kaiser? Kaiser hat mein Hamster gegessen. Wo seid ihr? Nein, er hat mein Hamster gegessen. Ihr fragt euch, wo ich bin. Ich plane Angriffe. Die Hauptstadt von dem. Okay. Ich hab's dann nicht gedacht, dass wir jetzt kommen, aber wie gesagt, ich nehme ja sowieso kein Rücksicht mehr auf Folgenlänge. Machen wir seine Hauptstadt, den Erdboden, gleich. Und die Musik mache ich auch wieder gut. Ach ja, warum ich so komisch klinge, wenn ich jetzt singe. Ich kann besser singen. Es gibt nur ein ganz kleines Problem bei diesem besser singen. Nämlich muss ich für das besser singen laut sein. Und ich habe mein Mikrofon extra darauf eingestellt, dass ich nicht laut sein muss. Also hey. Nun gut, ich versuch's. Diese Schlacht gehört mir. Es ist die Hauptstadt des Feindes, ich hol's mir. Ich als Drachenkommandant und Kaiser habe die Ehre und die Pflicht, auch meine Soldaten im schlimmsten Falle, auch wenn es 19 Einheiten Kanonen sind, gegen die Hauptstadt zu kämpfen. Und so nebenbei bin ich ziemlich gespannt auf 19 Einheiten, wie viel das sind. Zeig mir 19 Einheiten. Wie viel sind es? Eieiei. Ja, für den Anfang ist es gut. So, ich empfehle, wer es an der Minimap sehen kann. Feuer!
Jetzt kommt's. Auch wenn ihr allein geschlagen seid, habt ihr das Potenzial. Machen wir die Stadt. Ich werde euch beistehen. Feuer! Ich hab vergessen. Das ist nämlich ein schneller Kampf war. Und wenn ich mich nicht überzählt habe, dann müsste es eigentlich sogar weniger als eine Folge sein. Ich kann jetzt noch was machen. Ich habe schon fast über alles gestohlen. Gold plus Forschung. Sag mal. Scarlett, du bist zwar eine Lesbe, aber du machst es. Was meine ich mit aber? Du bist eine Lesbe, du schaffst es. So, nächster Konflikt. Sieht auch nicht so gut aus, aber hey. Geht doch. Siegesparade des Kaisers ist bestenfalls kitschig, wie ihr den Krieg überlebt. Brotleib sieht aus wie Kaiser. Fotos von innen. Okay. Thronsaal. Kommandant, ihr habt sicherlich vom berühmten Elfenkäse Gorgonbert gehört, der aus der besten Hasenmilch Rivellons gewonnen wird. Ein Produkt, auf das wir stolz sind. Eine traditionelle Delikatesse bester Güte. Die Imps stellen allerdings eine synthetische Kopie her, die sie für einen Bruchteil des Preises unseres Originals verkaufen. Sie hat sogar den gleichen Namen. Wir möchten, dass ihr unser Produkt schützt und die Kopie der Imps als verboten erklärt. Copyright! Amerika! Ach, Amerika mit seinen modifizierten Essen. Mit auch mit demselben Namen. Kommt mir vor. Bist du etwa Europa? Du bist Amerika? Vielleicht bist du ja Australien? Während du... Du bist... Der Iran? Und... Du bist China? Keine Ahnung. Politik. Frage erstmal ab. Ich muss Oberon recht geben, Kommandant. Welch Untat würden sie eine billige Kopie unserer berühmten Markmakronen herstellen? Oberon jammert nur wieder rum, Kommandant. Wenn die Imps clever genug sind, Gorgonbert so günstig zu produzieren, dann beweist das, dass sie schlauer als Elfen sind. Außerdem geht es hier doch lediglich um einen stinkenden Käse und nicht um kopiertes Bier. Doch, bald kopieren sie Bier. Und wie gefällt dir das, wenn ich dir das sagen könnte? Ich würde gern meine eigenen Behauptungen dazugeben. Ich meine, da werden manche Leute mehr auf das. Ich meine, hier du. Was ist mit dir? Die werden irgendwann auch Bier kopieren. Und irgendwann kopieren sie dich? Kann man es denn Imps übel nehmen, eine solche Gelegenheit zu ergreifen? Wenn die Elfen sich dadurch benachteiligt fühlen, müssen sie mit neuen und besseren Produkten kontern. Auch irgendwie wahr. Mir gefällt deine Kleidung. Diese hochnäsigen, vornehmen Elfen. Was denken die eigentlich? Dass sie als einzige Hasenkäse herstellen dürfen und der noch nicht mal schmeckt? Lasst ein paar Jahre ins Land ziehen und Gorgonbert ist ein Produkt der Imps. Wir machen schließlich alles besser als die anderen. Da ist schon wieder. Sowas kann ich nicht leiden. Ein Grund, warum ich Apparent seine Musik nicht so sehr mag. Oder allgemein, warum ich Gangster-Rap nicht mag. Aus dem Grund, weil sie immer über andere stehen, über so ziemlich alles. Also, Herkunftsbezeichnung des Produktes. Herkunftsbezeichnung? Ja. Danke.
Trinculo ist bestimmt dagegen, aber würden wir eine Billigversion von Grumios Schwarzpulver verkaufen, wäre er entsetzt. Eins kann ich sagen. Du liegst falsch, du liegst falsch. Du liegst sogar noch richtig, obwohl du dagegen bist. Ja, ich weiß nicht, was die ganzen X-Men sind, aber okay. Ist ja egal. Ach, das ist seltsam. Der Gegner gewinnt, wenn er von mir die Hauptstadt einnimmt, aber wenn ich den Hauptstadt des Gegners einnehme, gewinnt nicht ich. Das sollte hier reichen. Habe ich auch noch so eine kleine Flotte erstellen. 2 Transpilotschiffe und 2 Donner. Ein Donnerrohr sollte reichen. Und ihr geht zu 12 dahin. Ob ich dafür auch Erfolg bekomme? Also allein wegen dem Rivulon Times krieg ich schon einen Erfolg. Psch. Gut, da sollte ich mitmachen. Ja, sollte ich mitmachen. Ich hab schon gedacht, ich muss nichts machen. Ihr müsst wissen, in Divinity Dragon Commander gibt es sehr viele Erfolge. Sehr viele. Ich habe keine Ahnung, welche diese sehr viele sind. Ich meine, man bekommt so gut wie jede Entscheidung einen Erfolg. Ich sehe Tote. Ein weiser Plan. Eins kann ich sagen. Diese Flotte ist sehr unpraktisch. Wie dem auch sei, zur Sicherheit werde ich noch was bauen. Luftwerk, das. Wir haben keine Rekruten mehr, Kommandant. Wir haben keine Rekruten mehr, Kommandant. Wir brauchen mehr Rekruten, Kommandant. Bau ist im Gange, Kommandant. Auf einem weißen Pferd. Ich gehe ja schon. Okay, ist schon ein bisschen suizidal, muss ich zugeben. Dauert nicht lang.
Sprengelementsturm fertig. Geht doch. Heieiei. Dass man nicht ein Zickzack war. So, aber weiter mit dem... Ach stimmt, da war ja noch was. So. Weiter zu... Hä? Ich dachte mir schon. Sieg, Drache erobert Rivellon. Gorgobert-Preis steigt nach kaiserlicher Enttäuschung. Viele müssen sich auf Elfenkäse verzichten. Kaiser Obergewalt im Assassin Freikampf fertig. Bohntrupp-Rabatt. Willkommen, Kommandant. Lasst mich euch noch ein letztes Mal auf der Raven begrüßen. Das Imperium lebt wieder. Frieden, kurzzeitig entthront, hält wieder das Zepter. Woran sich drei mächtige Männer einst versuchten, habt ihr ohne Hilfe geschafft. Im Namen der gesamten Welt, im Namen Millionen Befreiter, ich danke euch. Lang möge unsere Freundschaft andauern, so wie eure Herrschaft. Was geschieht jetzt? Ich habe eure weise Frau auf die Suche nach dem besten und schönsten Ort in Rivellon geschickt, an dem wir euer Schloss bauen werden. Danach bauen wir eine Hauptstadt um das Schloss. Und ein Imperium um die Hauptstadt. Ein Imperium, das 1000 Jahre andauern wird. Aber damit euer gesegnetes Reich so lange überlebt, müssen wir die gesamte Dämonentechnologie zerstören. Einschließlich dieser majestätischen Raven. Es ist natürlich traurig, wenn solche Wunder ungeschehen gemacht werden müssen. Aber wir können niemandem trauen. Zu schade. Bald werden diese Maschinen nur noch in der Erinnerung existieren. Wie Traumfetzen, die beim Aufwachen verblassen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Erteilt den Befehl, werter Drache, und ich werde die Welt neu formen. Was mit Corvus und seinem geheimen Dämon? Er wurde endlich besiegt, Kommandant. Ihr habt ihn all seiner Kräfte beraubt. Und er ist nun nichts weiter als eine leere Hülle. Wenn ich die Raven demontiere, werde ich ihn in den Abgrund zurückschicken, aus dem er kam. Und mit ihm die letzten Spuren des verräterischen Architekten. Ich will gern... mit meinen Kameraden sprechen, die sich oft noch auf dem Schiff befinden. Natürlich, Kommandant. Ich bin mir sicher, sie möchten euch alle zum Sieg gratulieren. Huch. Da fehlt aber ein Imp. Kommandant, die 7 standen auf unserer Seite. Ungläubige siechen dahin, während wir siegreich an ihnen vorbeimarschieren. Ruhm und Ehr. Preiset die 7 Götter. Ja, aber die waren nicht nur beteiligt. Ja, wir waren wahrscheinlich irgendwo ein bisschen rumgespielt, aber die waren nicht daran beteiligt. Natürlich kann kein Sterblicher ihre Pracht ersetzen, aber je mehr wir uns anstrengen, desto mehr Gunst finden wir in ihren strengen Augen. Ich befürchte, die Gunst, die ihr gefunden habt, erfüllt nicht ganz meine Erwartungen. Aber ich begnüge mich mit dem Wissen, dass der Friede den Gläubigen neue Herausforderungen bringen wird, die wir gemeinsam meistern können. Denn Frieden, das wisst ihr sicher, führt so schnell zu Untugenden. Außerdem, das Imperium lebt wieder. Aber viele Heiden müssen noch bekehrt werden. Ganz gleich, was ihr erreicht habt, es geht noch mehr. In der Tat. Schließlich, so sagen es die heiligen Schriften der 7, ist die Welt erst perfekt, wenn alles lebendige Knochen ist. Perfektion ist eine Lüge. Ich bin relativ. Perfektion ist eine Lüge. Wieso habe ich eigentlich mit dir zuerst gesprochen?
Lebt hoch, Kommandant. Rivelon wurde gerettet und auch die große grüne Mutter. Es kann nur einen geben, dem wir für diese unerwartete und unvergleichliche Tat danken können. Und das seid ihr. Sehr schön, dass jemand das akzeptiert. Noch nie hat uns die Freiheit, die ihr uns geschenkt habt, ihrerseits eine größere Verantwortung auferlegt. Eine Last auf den Schultern aller zivilisierten Rassen. Wir müssen uns das Glück, zu dem uns unsere Befreiung berechtigt, neu verdienen. Okay. Ich werde Politiker bleiben. Und ich werde weiterhin die Standpunkte der Elfen tapfer verteidigen. Obwohl ihr bereits große Anstrengungen unternommen habt, um sicherzustellen, dass unsere Ideale von einer Idee zur Realität reifen. Sehr schön. Ich sehe eine strahlende Zukunft, Kommandant. Jawohl. Ja. Ich werde noch immer mit Zwergen und Untoten debattieren müssen, aber das erblasst im Glanze eines stabilen Friedens. Danke. Mögen die Geister der Natur eure Seele beschützen und ihre Weisheit euer ständiger Begleiter sein. Nimm dir mal ein Beispiel an ihn, Jorik. Nimm dir mal ein Beispiel an Oberon. Der bedankt sich richtig. Kommandant, lasst mich euch gratulieren. Nicht nur aus tiefstem Herzen, sondern aus der letzten Ecke meiner biergetränkten Leber. Herzlicher und aufrichtiger kann ich nicht sein. Wir kennen uns schon sehr lange und hatten wahrlich unsere Höhen und Tiefen. Aber heute, an diesem wundervollen Tag, blicken wir nicht in Zorn zurück. Nein, an einem Tag wie diesem, den die Welt noch nicht gesehen hat. Ihr, Kommandant, Imperator, werdet ein Monarch sein, an den man sich erinnern wird, bis ans Ende aller Zeiten. Rivelon gehört euch. Ehrlich errungen. Also behandelt es gut, denn es ist wirklich ein feines Reich. Aber kommt, lasst uns einen Schluck trinken. Wir haben es verdient. Heute keine Politik. Heute kein Krieg. Heute stoßen wir auf Rivelon und den Drachen an, dem wir unsere Freiheit zu verdanken haben. Das hast du sehr schön gesagt. Ich sag deinen Namen auch nochmal, Sir Falstaff Silberader. Du hast auch sehr schön bedankt. Jetzt bin ich gespannt, wie Prosfera sich bedankt. Dieser Moment war so lang in der Mache, dass es nun, da unsere Stunde gekommen ist, beinahe unwirklich erscheint. Und doch ist es wahr. Der Krieg ist vorbei. Wir haben wieder erwartend triumphiert. Ich weiß, welche Bedeutung dieser Sieg hat, wie wichtig er ist, um das zu beschließen, was ihr und Maxus erreichen wolltet. Es ist ungewöhnlich mutig, die Zeit umzukehren und die Magie, die uns den Sieg gebracht hat, rückgängig zu machen. Nur wenige würden verstehen, wie ungewöhnlich weise es außerdem ist. Derartige Weisheit erfordert den Verstand einer Echse, überquellend mit Tiefgründigkeit oder zumindest ihre Vision. Ihr besitzt beides im Ansatz, wenn auch nicht so sehr, wie ich gehofft hatte. Aber ich möchte euch nicht in Verlegenheit bringen, Drache. Was ihr erreicht habt, stellt unsere politischen Wirrungen in den Schatten. Und wer kann schon sagen, ob ihr in Zukunft nicht entgegenkommender werdet? Wir befinden uns am Höhepunkt eurer Laufbahn, Kommandant. Und ich bin überzeugt davon, dass euer Vermächtnis nicht in dem Imperium liegt, das ihr gewonnen habt, sondern in dem, das ihr zurücklasst. Es ist mein größter Wunsch, dass es ein Reich wird, in dem alle Echsen in Freiheit und Zufriedenheit leben. Ja, auch sehr schön bedankt. Die bedankt sich halt eher teilweise, bedankt sich halt eher in Richtung ach, endlich Frieden, endlich Frieden, ach, endlich Frieden, so wie wir. So, jetzt kommen wir mal zu den Aushilfen. Bei wem fangen wir an? Ach, fangen wir bei dir an. Henry. Verdammt, wir haben gesiegt, Kommandant! Endlich können wir sagen, wir haben den Krieg gewonnen! Kein Ruf klingt in meinen alten Streitrossohren. Fröhlicher und eisiger zugleich. Ja, denn ich mag zwar ein alter Klepper sein, doch ich will verdammt sein, wenn ich schon auf die Weide gehöre. Und was ist mit euch? Euer Vater wäre stolz auf euch gewesen.
sein Imperium wie eine Glasscheibe zersplittert. Aber ihr habt es geschafft, alles wieder zusammenzusetzen. Und das mit großem Erfolg. Drachen, hm? Sie erledigen die Sache. Klingt eigentlich korrekt, ja. Ihr habt wohl noch ein paar hundert Jahre vor euch. Ich ein paar Dutzend, wenn ich Glück habe. Das ist in Ordnung. Ich habe alles erreicht, was ich wollte und mehr. Dank eurer freundlichen Unterstützung hier und da. Vielleicht kann ich mich nun mit Scarlett und Catherine zusammentun. Wenn sie wollen. In der Welt gibt es immer Unrecht, das es wieder gut zu machen gilt. Klingt vernünftig. Also gut. So sei es. Darauf ein Glas. Ihr habt doch hoffentlich nicht gedacht, ich würde euch gehen lassen, ohne mit mir anzustoßen. Kommt schon. Runter damit. Auf uns, Kommandant. Okay. Ich habe irgendwo ein Glas gehört. Okay, ist interessant. Jedenfalls habe ich selbst einen Streit gestichelt zwischen den beiden. Die hatten Streit, aber jetzt verstehen sie sich. Lieber Edmund, du, der so redet, wie er aussieht. Ah, Kommandant. Alle scheinen heute guter Laune zu sein. Als hätte unser endgültiger Sieg sie sehr überrascht. Oh, diese naiven Dummköpfe. Seien sie gesegnet. Als könnte eine Bestrebung, die ich unterstütze, wirklich scheitern. Da. Wie gesagt, der spricht, wie er aussieht. Fairerweise muss ich sagen, dies ist in der Tat ein froher Tag. Viele haben alles gegeben, um das Imperium zu schützen. Sogar ihr Leben. So viele stolze Echsen. Und ja, Zwerge, Elfen und all die anderen. Merkt euch ihr Opfer gut, Kommandant. Denn vielmehr haben sie für euch gekämpft, als für die Idee, die hinter dem Reich steht. Oh. Okay. Und doch, das, was wirklich wichtig ist, was in Erinnerung bleiben wird, ist, dass der Drache kam, sah und eroberte. Und das wird immer so sein. Okay. Aber gut, genug geredet. Ich brauche einen guten Sherry. Ich glaube, Sie haben gerade gestern einige Fässer gebracht. Also bin ich guter Hoffnung, dass ich meinen Schluck Sherry genehmigen kann. Bevor wir und dieses Schiff außer Dienst gestellt werden. Und das, was er gerade gesagt hat, ist so viel wie was? Zug, Satz und Sieg? Glaube ich. So, kommen wir jetzt zu Scarlett. Haha, geschafft, Kommandant! Triumph! Wisst ihr denn, was das bedeutet? Wir können heimkehren. In Frieden. Oh Herr, ich werde mich den ganzen Tag langweilen. Dachte ich mir schon. Oder auch nicht, möglicherweise. Ich muss ein neues Abenteuer bestehen, für das ihr verantwortlich seid. Irgendwo in der weiten Welt gibt es ein Mädchen, das ich liebe und das mich genauso liebt. Auch das ist ein großes Abenteuer, oder? Eine Reise löblicher als Krieg. Ja, ich breche morgen auf. Aber wisset, Kommandant, dass ich oft mit einem Lächeln auf den Lippen in den Himmel schauen und an euch denken werde. Sehr schön. Viel Glück bei deinem Abenteuer. Das werden ziemlich viele Kratzspuren da unten links sein. Nun, Kommandant, offenbar ist es vorbei. Was bis vor kurzem noch unmöglich erschien, ist nun tatsächlich Realität geworden. Maxos hat also recht behalten. Ihr als Drache wart dazu bestimmt, das Reich zu erlösen. Klingt vertraulich. Lot. Ach ja, falls jemand aufgefallen ist, schau mal dieses Skelett da hin. Das sieht sehr interessant aus. Das ist eine Perücke. Das ist alles, was interessant ist. Das hat nur eine Perücke auf. Aber ihr habt mehr getan, als die Welt zu erobern. Ihr wart ein Instrument der Erlösung, wisst ihr? Ich war eine verbitterte Frau, als ich mein Königreich verlor. Umso wütender war ich über die Ungerechtigkeiten gegen mich und alle Frauen. Ach Quatsch. Wow, ist das eine dicke Zigarette. Damit kann man ja... Das ist ja so groß wie eine Kartoffel. Ihr jedoch habt meine Bitterkeit geheilt und meinen Glauben wiederhergestellt, dass jedermann ehrenhaft und respektvoll sein kann. Dadurch habt ihr euch im Gegenzug selbst Ehre und Respekt verdient. Dankeschön. Haltet euren Sieg in Ehren. Denn er ist überwiegend euer Verdienst.
Lang möge die Erinnerung an euch die Herzen aller zum Pochen bringen, die unser gesegnetes Revelon lieben. Sehr schön. Gibt's noch jemanden? Ach ja, hier. Noch zwei. Oder drei. Ja. Das trägt Kurzlunte und du bist Koimo. Ah, ja. Du bist also größer als er. Du bist ein ziemlich großer Imp. Der ein kleiner. Okay. Aber ich dachte mir schon, dass du hier bist. Da haben wir es. Zum Teufel, nicht wahr, Milord? Ich kann es nicht glauben, dass es vorbei ist. Kein Gebastel mehr, kein Gehämmer mehr, keine Ingenieurskunst. Welch trauriger Tag. Bitteres Elend. Aber ich glaube, dann ist er hier, um dich zu trösten. Andererseits, die Raven singt schon lange nicht mehr für mich. Und die Dinge, die sie mir beigebracht hat, sind wertvoller als alles, was mich ein Zauberer lehren könnte. Zeit, dass Grumio zusammenpackt. Mein armer Cousin Trinculo ebenso. Wir werden wieder ganz neue Wunder erfinden müssen. Ja, das könnte Spaß machen. Soll ich eurem Hof beitreten, Milord? Oh, die Erfindungen, die ich für euch und euer Weib entwickeln könnte. Brunnen, die auf Befehl Wein oder Bier speien. Vollautomatische Luftfächer, stinkende Orksklaven sind dann Vergangenheit. Oh, und Kutschen, die sogar im Sommer innen kühl sind. Wir werden viel Spaß haben, Milord. Das glaube ich dir. Das ist doch eine gute Einstellung. Heiliges Kanonenrohr, Kommandant, ihr habt es geschafft. Nicht, dass ich je ein feuerspeiendes Biest anzweifeln würde, das mit Chromius Jackback ausgerüstet ist, aber ihr habt mich beeindruckt. Guck auf die Uhr. Imps und Drachen. Wisst ihr, manchmal sind wir einer Meinung, manchmal treten wir uns auf die Füße. Und es ist in Ordnung, dass meine dann mehr schmerzen. Wir sind Kumpel, ihr und ich, oder? Das ist ganz klar. Ja, solange du nicht vorhast, die anderen damit weh zu tun und damit, sag ich mal, ganze Landschaften in die Luft zu jagen, nur weil du eine größere Bombe finden willst. Himmel nochmal! Was für ein Anlass! Ich habe das Gefühl, ich sollte etwas Tiefgründiges sagen, aber das ist nichts für Imps. Ich kann euch nur sagen... Trommelwirbel. Mach ich jetzt nicht. Bitte, bitte, bitte hört nicht auf den alten Maxos und zerstört nicht all die Technologie. Bei allen fiktiven Göttern, all die Schmuckstücke, Geräte und Maschinen. Wir hatten so viel Spaß. Aber sie werden zerstört, nicht wahr? Verflixt, Kommandant. Wenn das nicht ist, als würde sich eine Taube gerade in dem Moment auf eurem Kuchen entleeren, in dem ihr abbeißt. Tja. Na, mein Gegner, möchtest du noch irgendwas sagen? Das ist unmöglich. Unmöglich, dass ich besiegt wurde. Ich, der so viele war, jetzt einer. So viel Blut wurde vergossen und verloren. Nicht mal Magia Sanguinis könnte eure Seele zähmen. Denn jemanden wie euch kann ich nur bewundern. Ich hätte euch ewiger Pein unterzogen. Und doch finde ich in dem, der mein Diener hätte sein sollen, einen Erlöser. Möge Maxos mich schnell töten, damit meine Schande endet. Ja, ist ja gut. Du hast verloren. Herzlichen Glückwunsch. Aber hey, so sind Dämonen normal. So, jetzt bist nur du und ich hier, Maxos. Habt ihr mit euren Gefährten gesprochen? Seid ihr bereit, das Schicksal des Reichs zu ändern? Ich bin gespannt für die letzte Folge. Jedenfalls klingt das nach der letzten Folge. Es sei denn, es passiert noch was. Oder es gibt ein DLC. Okay. Ich bin bereit. Sehr wohl, Kommandant. Mögen in diesem Ende unzählige Neuanfänge stecken. Es beginnt ein Zeitalter des Friedens. Die goldene Pax Draconis bricht an. Sehr schön klingt das.
Diesen Satz versuche ich mir zu merken, aber ich werde es bestimmt vergessen. Und damit öffnen sich wahrscheinlich neue Fenster, neue Anfänge für bestimmte Folgen und Serien. Ende. Und so wurde Sigurds Sohn, der Prinz, den einst alle Bastard genannt hatten, letzten Endes Kaiser von Rivellon. Der Frieden breitete sich im gebeutelten Reich aus. Und alle Kriegsmaschinen wurden zerstört. Die dämonische Macht musste weichen. Und die Welt wandelte sich wieder zu einem Ort der Harmonie zwischen Magie und Natur. Maxos war dankbar, dass sein Freund das Erbe seines Vaters gerettet hatte. Und er wusste, dass die Ära der Drachenritter begonnen hatte. Ach, schade. Credits. Mitwirkend hier. Thank you to play. Danke fürs Spielen. Und danke fürs Zuschauen von euch. Von Divinity Dragon Commander. Ich fand Divinity Dragon Commander hatte etwas. Es hat einen gewissen Reiz gehabt, der auch mich angesprochen hat. Ich habe mich schon etwas angesprochen gefühlt. Larian Studios. Und weil ich es kann, werde ich einfach die Mitwirkenden abspielen. Aus dem Grund, weil diese Leute hier ein sehr interessantes Spiel gespielt haben. Es gibt noch mehr Divinity-Spiele, aber Divinity Dragon Commander ist einfach, weil ich auch Drachenfanatiker bin, etwas, was mich angesprochen hat. Und das war eigentlich ein sehr gutes Spiel. Es hatte viele verschiedene Aspekte, strategische, gewisse Third-Person-Shooter-Aspekte in der Luft und dann noch mit Politik. Es hatte sehr interessante Aspekte. Das Beste auch daran war, dass individuelle Aspekte sein können. Dass ich jetzt plötzlich ziemlich viele Themen gefunden habe zum Sprechen. Aber wie immer sei, ich übersehe leider das hier alles, was ich gerade abspielt, weil ich werde das hier einfach zu Ende laufen lassen. Und ich kann noch ein bisschen sprechen. Denn so viel fällt mir bestimmt nicht ein. Jedenfalls finde ich Divinity Dragon Commander ist ein sehr schönes Spiel. Was ich mehr da sagen kann, weiß ich nicht, was ich noch mehr da sagen kann. Nun denn, daran werde ich noch üben müssen. An Enden von Gesprächen. Nun denn, sehr schöne Musik und da kommt ein Drache. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Rua!
Hatte. Es hätte noch irgendwas gefehlt, was man dazu kümmern könnte. Was sich irgendwas, was das füllt, wie zum Beispiel etwas Freudiges. Das sah einfach so leer aus, dieses Ende. Bis nächsten Folge.